Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 8. Sodala, der Duke ist schon der beste Charakter im Spiel. Ich mag den Duke. So, wir sind immer noch in Dimitrescos Schloss. Wir haben jetzt aber Dimitrescos Schlüssel von ihr geklaut. Und den können wir jetzt nutzen, um ein, zwei Schlösser hier im Schloss zu öffnen. Ha, ja, stimmt aber. Ah, wen haben wir denn da? Wenn man vom Teufel spricht. Da bist du. Da bist du. Selbst ich werde mal sie. So, jetzt haben wir Dimitrescu am Arsch hängen und vor uns einen Haufen. Zombie-Frauen. Moraika. Dimitrescu, jetzt sei doch nicht so. Lass uns doch vernünftig drüber reden. Wie erwachsene, menschenähnliche Wesen. So, ich glaube, hier kommt sie nicht rein. Ich glaube, hier sind wir safe erstmal. Sie hat sich sogar wegteleportiert. Nein, da hinten steht sie. Da hinten steht sie und denkt sich, na, da gehe ich nicht rein. Ich meine, die Tür war nicht umsonst verschlossen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Flügel, den Dimitrescu nicht betritt. Ich weiß gar nicht, ob sie hier auf keinen Fall rein kann, aber zumindest, glaube ich, sind wir jetzt erstmal ein bisschen safe. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. So, hier haben wir ein sehr interessantes Buch, das uns sehr viel über Dimitrescus Töchter verrät. Ich muss mal ganz kurz eine Katze wegnehmen, weil ich erkläre es gleich. Oh, so, weil ich nehme die Folgen immer quasi jetzt aus aktuellem Anlass nicht in meinem Büro auf, sondern im Wohnzimmer. Und da steht die PlayStation 5, weil die so blöd umzubauen ist, aufrecht auf einem Tisch einfach nur und kann ganz leicht runtergeworfen werden, strömt aber gleichzeitig super angenehm warme Luft aus, was die Katzen ganz toll finden. Und jetzt wollen die sich immer an die PlayStation kuscheln, die aber wirklich leider, wenn die aufrecht steht, nicht sehr fest steht. Und die wird schnell mal von der Tischkante geworfen, befürchte ich. Deswegen muss ich da immer früh intervenieren, wenn die Katzen kommen. Okay, so, wir sehen hier Mother Miranda, wie sie ein seltsames, embryoartiges Wesen an eine Frau heranführt. Und eine Frau, die scheinbar von Fliegen zerfressen wird oder so. Lesen wir mal den Text dazu. Hallo? Text? Aha. Man muss wirklich in die Mitte des Buches, damit man den Text lesen kann. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Im Gesicht werden sie blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot.
6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle 3 Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie neugeboren angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela, Cassandra. Dieses Buch legt ziemlich nahe, finde ich, dass es sich bei den 3 Töchtern, die wir hier erleben, in ihrer Vampir-Insektenschwarmform, nicht um die Original Bella, Cassandra und Daniela handelt. Also nicht um die 3 Frauen in dem Gemälde. Es könnte, weil, na, die sehen einfach anders aus. Ich meine, das ist ein Gemälde, ne? Vielleicht hat der Künstler hier ein bisschen künstlerische Freiheit walten lassen, um die ein bisschen menschlicher aussehen zu lassen. Vielleicht sahen die auch nicht immer ganz so bleich und vampirmäßig aus, wie sie jetzt aussehen. Wer weiß. Aber das, was wir da sehen, ist schon irgendwie auf dem Gemälde, meine ich jetzt, was anderes. Insofern denke ich, dass, also meine Theorie ist hier, dass wirklich die 3 Frauen auf dem Gemälde im Grunde die Vorlage waren. Irgendwelche 3 Frauen, die für Alcina Dimitrescu, vielleicht als sie noch ein Mensch war, wichtig waren. Die aber dann vielleicht verstorben sind. Vielleicht einfach, warte mal, habe ich hier oben alles? Auf jeden Fall irgendwie nicht mehr hier sind, so oder so. Und die 3 neuen Töchter, die Alcina dann quasi adoptiert hat, hat sie nach denen benannt. Vielleicht waren es ja wirklich Alcina Dimitrescus leibliche Töchter. Wo ist hier noch Loot? Aha, es ist immer irgendwo. Wenn ich was nicht finde, ist immer irgendwo noch ein Edelstein in der Decke. Immer dasselbe. Immer diese Deckenedelsteine. Wisst ihr, in Resident Evil 4 gibt es das ja auch oft, aber hauptsächlich in irgendwelchen Höhlen, so dass man die aus dem Gestein schießt. Aber warum sind hier im Schloss irgendwo irgendwelche Edelsteine in der Decke, die man rausschießen kann? Ich meine, ja, okay, aber warum so wahllos? Ne, dass in so verzierten Schlössern mal Edelsteine zur Dekoration benutzt werden, aber irgendwo wahllos in irgendwelchen Balken, nicht regelmäßig in allen Balken oder Bögen, sondern nur ab und zu mal einer irgendwo. Naja, hier finden wir noch einen Eintrag über die Fliegen, die aus den jungen Frauen geschlüpft sind. Wissenschaftlicher Name nicht vorhanden. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu versammeln, um die Gestalt von Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Cadeau Eier in einen Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad Celsius, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose von Bärentierchen oder Polypodilum vandaplanki vergleichen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich passt. Weil soweit ich das verstehe, sterben die Fliegen, wenn die mit Kälte ausgesetzt werden, oder? Und ich glaube, Bärentierchen gehen eher in so eine Art Winterschlaf. Okay, Leute, hier sind wir jetzt beim dämlichsten Rätsel in der gesamten Resident Evil-Reihe angekommen. Die Rätsel in Resident Evil waren ja schon immer ein bisschen seltsam, ne? Aber da haben wir meistens den Architekt Trevor, der dahinter ist, oder irgendwelche anderen exzentrischen Leute. Und die machen sich dann irgendwelche seltsamen Rätsel, die von der Logik her manchmal komisch sind. Aber nicht mal in der Logik der Resident Evil-Welt macht das hier irgendeinen Sinn. Also, erstens, wo kommt eigentlich jetzt plötzlich diese Notenzeile her? Ich versuche gerade, die im Hintergrund zu finden. Woher weiß Ethan überhaupt, welche Zeile er jetzt hier spielen muss? Aber gut, abgesehen davon. Drücken wir jetzt irgendeine Taste auf dem Klavier. Oh, jetzt habe ich genau die passende erwischt, aber ist egal. So, guck mal. Jetzt spiele ich hier die falsche Note. Und jetzt kann ich so viele Noten spielen, wie ich will, bis ich irgendwann die richtige spiele. Und dann geht's weiter mit der nächsten Note. Und jetzt drücke ich einfach wahllos auf dem Klavier rum, bis ich irgendwann die richtigen Noten gespielt habe, weil es eh scheißegal ist. Und dann ist das Rätsel gelöst.
Das ist nicht nur spielerisch echt bescheuert, sondern macht auch echt innerhalb der Welt keinen Sinn. Überlegt euch das mal. Ihr habt irgendeinen Sicherheitsmechanismus. Ihr wollt irgendeinen Schlüssel schützen, damit der nicht geklaut wird. Und dann versteckt ihr den hinter einem Mechanismus, wo man einfach nur random am Klavier rumklimpert. Man muss nicht die richtigen Noten wirklich spielen. Man macht fünfmal mit dem Finger brr, 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 und dann geht auf einmal das Fach auf. Egal, was man drückt, irgendwann hat man die richtigen Noten. Selbst wenn man mal auf dem Klavier wirklich was spielen will, plötzlich, weil man zufällig innerhalb von, weiß ich nicht, mehreren Stunden die richtigen Noten gedrückt hat, geht dann plötzlich das Klavierfach zu, oder Flügel ist es ja. Und man kann nicht mehr weiterspielen. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Konstruktion hier? Unglaublich. Wer sich das hat einfallen lassen. Ich schätze mal, da war mal... Vielleicht soll das so ein bisschen eine Anspielung auf den ersten Resident Evil Teil sein. Dass man hier so ein Klavierrätsel einbauen wollte. Ich glaube aber, das war am Anfang irgendwie anders geplant, oder? Das ist schon komisch. So, wir haben jetzt den Schmiedeschlüssel gefunden. Oder Schmiedschlüssel, wie heißt der denn wirklich eigentlich? Schmiedeeiserner Schlüssel. Okay, genau. Ein kleiner Schlüssel, so abgenutzt wie er ist, wurde er wohl häufig benutzt. Wir kennen auch einige Plätze, an denen wir den jetzt benutzen können. Unter anderem, um uns hier unten noch einen optionalen Schatz zu holen. Oder hier, genau. Dafür müssen wir aber in die Küche. Küche und dann kommen wir... Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Wir gehen in die Küche. Genau, und dann kommen wir hier direkt raus. Also... Speisezimmer und dann abbiegen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, ohne dass wir großartig von Dimitrescu und Co. verfolgt werden. Hier liegt noch Loot. Lecker. Leider ist mir echt jetzt, je mehr ich mich mit der Lore in dem Spiel beschäftige, desto mehr fällt mir auf, dass das Spiel teilweise ein bisschen widersprüchliche Informationen liefert für gewisse Gegebenheiten im Spiel. Wenn man sich die Artworks mal ein bisschen anguckt und die Hintergrundinformationen zur Entwicklung, merkt man auch sehr schnell, dass Resident Evil 8 eine sehr wilde Entwicklungsphase hinter sich hat, mit sehr viel verworfenen Konzepten und sehr viel Veränderungen noch bis spät in die Spielentwicklung hinein. Wenn wir uns den ersten Resident Evil Trailer von, der ist nicht mal ein Jahr jetzt alt, glaube ich, oder ungefähr ein Jahr alt, wenn wir uns den mal angucken, dann merken wir schon, dass sich seitdem sogar noch einiges verändert hat. Denn in diesem Trailer finden wir Szenen, die im Spiel überhaupt nicht mehr vorkommen. Wir sehen Figuren, die scheinbar noch eine wichtige Rolle gespielt hätten. Eben zum Beispiel die Dorfbewohner aus dem Intro, die quasi zu Statisten degradiert wurden. Also da ist wirklich noch viel passiert im letzten Jahr der Entwicklung. Da wurde noch ganz viel gestrichen und umgeschrieben. Und ich glaube leider, das merkt man. Resident Evil 8 ist halt doch einfach mitten in der Pandemie entwickelt worden. Und das hat natürlich bestimmt die Entwicklung auch beeinträchtigt. Und viele, viele, viele Spiele wurden ja verschoben. Jetzt letztes Jahr und dieses Jahr eben auch aufgrund der Pandemie. Und sicher werden noch einige Spiele, die für dieses Jahr geplant gewesen wären, weiter verschoben. Also da können wir uns, glaube ich, fast sicher sein. Aber ich glaube, Capcom wollte Resident Evil einfach rausbringen und hat quasi gesagt, okay, wir streichen jetzt, was noch nicht fertig ist, zusammen. Und dann müsste hier eigentlich, genau, eine Dynamitstange liegen, also eine Rohrbombe. Und dann machen wir das fertig, was wir haben. Das polischen wir, das machen wir gut. Und dann muss es raus. Und ich denke, ich befürchte, da ist leider eben wirklich was auch verloren gegangen einfach. Schade, schade, ne? Weil gerade wenn man sich die Oberhäupter anguckt, sind das teilweise so
wunderbar exzentrisch seltsame und auch interessante und nette Grusel-Horror-Figuren. Ne? Klischees, alle miteinander, aber charismatisch, ne? vom Aussehen her auf jeden Fall gestaltet. Total interessant gestaltet. Aber die meisten haben dann leider nur recht wenig Story-Fett auf den Rippen. Leider. Schon schade. Aber ich glaube wirklich, das war leider einfach eine... Ja, eine notwendige Einsparung, die da an vielen Stellen gemacht wurde. Es ist ja sogar so, dass wir... Ich muss mich immer noch ein bisschen umgucken. Hier ist noch irgendwas. Es ist ja sogar so, dass das meiste an Hintergrundgeschichte der Figuren, der Oberhäupter, gar nicht aus dem Spiel kommt. Oder zumindest sehr, sehr viel nicht. Das meiste kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist wahrscheinlich unterschiedlich. Aber sehr viel erfahren wir in Wirklichkeit über Artworks einfach. Über Bonusmaterial und so weiter. Die Story des Spiels ist teilweise gar nicht im Spiel. Und das ist nicht optimal. An manchen Passagen habe ich fast so ein bisschen das Gefühl oder frage mich, ob die da so ein bisschen Dark Souls-mäßig was machen wollten, dass man sich selber Sachen zusammenreimt. Zudem kommen wir dann später auch noch zu einigen Passagen. Aber glaube ich eigentlich fast nicht. Irgendwo ist hier noch Loot und ich gehe nicht. Aha, bevor ich nicht die 10 Schuss Munition noch bekommen habe. Naja. So ist das. So, den optionalen Schatz haben wir uns geholt. Das ist gut. Den können wir später gut teuer verkaufen. Das ist würdig und recht. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir, glaube ich, in die obere Etage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier den Dimitrescu-Schlüssel brauchen oder hier. Ich glaube hier eher. Können wir in beide? Ich bin mir nicht sicher. Da schauen wir jetzt gleich. Ich bin nur auf der Durchreise. Diverse Vampirfrauen und Insektenschwärme. Oh, können mich einfach ignorieren, wollte ich gerade sagen. Und dann erschreckt die mich schon so. Ja, ja. Nein, da kommen wir nicht rein. Okay. Ah, war die jetzt schnell. Aber habt ihr gesehen, mit welchen Spider-Man-Reflexen ich die abgewehrt habe? Crazy. So ist es gut. Hier, da müssen wir rein. Schnell. Ah, das ist der falsche Schlüssel. Ich trottel. Guten Appetit. Die Henkersmahlzeit war das. Nur, dass du es weißt. Lass es dir schmecken. Wird das Letzte sein, was du schmeckst. So, die Maske der Verzückung. Und das Tor hinter uns ist zugegangen. Und da kommen nicht mal sie durch. Könnten die mit ihrem Fliegenkörper durch die Schlüssellöcher einzeln? Dauert vielleicht ein bisschen, aber irgendwann wären die wahrscheinlich durch. Naja. So, jetzt müssen wir hier aber was einsetzen, damit wir wieder rauskommen. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, wurde es hier an der Stelle, in der wir jetzt gleich kommen, zum ersten Mal brenzlig für mich. Die Ressourcen gingen mir aus, die Heilmaterialien vor allem. Das wird uns jetzt in dem Playthrough ziemlich sicher nicht passieren, aber ja. Schauen wir uns mal den Silberring an und kombinieren den mit dem blauen Auge, das wir unten aus der Schatzkammer geholt haben. Und wir kriegen einen Ring mit einem blauen Augenkristall, der uns immer beobachtet. Da muss ich immer so an den Bürgermeister von Resident Evil 4 denken. Das hat auch schon keinen Sinn gemacht. Der ganze Bürgermeister-Part. Dass der ein Glasauge hat. Und dieses Glasauge kriegen wir dann, nachdem wir ihn besiegt haben und sein Körper zerfällt. Und das Glasauge wird bei dem Retina-Scanner beim Schloss benutzt, damit man reinkommt. Das Glasauge. Warum ist der Retina-Scanner auf sein Glasauge eingestellt? Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Meine Schwestern hätten sich bereits.
Das ist eigentlich ganz nett gemacht hier. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass die Töchter so schnell verheizt werden. Aber es ist ganz schön, dass man quasi beim ersten Kampf gegen die lernt, wie die funktionieren. Und ab dann sind die Kämpfe quasi so kleine Rätsel, wo man rausfinden muss, wie bringt man jetzt Kälte hier rein. Nein! Unmöglich! Ich lass dich nicht gehen! Ja, das war ein kurzer Kampf. Mir! Nur mir! Guckt, und selbst die Sichel und die Kleidung besteht offensichtlich aus Flegelfliegen. So, genau, der Bosskampf beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, da war es echt knapp. Mir wäre beinahe die Heilung ausgegangen, ich war so gut wie tot. Das war knapp. Gerade noch geschafft. In meinem Lore-Video zu Dimitrescus Töchtern. Ist das schon online, wenn die Folge hier online geht? Ich kann es nicht sagen, aber das kommt bestimmt bald, wenn es nicht schon online ist. Kann man Szenen sehen von meinem echten ersten Playthrough. Den habe ich komplett unkommentiert quasi aufgezeichnet und benutze den für meine ganzen Lore-Videos jetzt immer. Ach so, wartet mal. Ich bin einen Schritt zu weit schon wieder. Und da kann man Ausschnitte aus dem Kampf sehen und wie knapp es war. Sadala, und zum Glück hat dieser Tierschädel hier die perfekte Form, die perfekte Verankerung, um hier eingeführt zu werden. Und dadurch entsteht auch gleich ein ziemlich bizarres und interessantes Werk hier, ne? Das ist schon crazy shit. Wartet mal, hier drin ist noch was. Lasst mich raten. Ein Edelstein in der Decke. Oh, Duke, ich hab schöne Sachen für dich. Wenn wir jetzt zum Duke kommen, der wird Augen machen. Der wird sagen, Stranger, Stranger. Moment mal, ich glaube, ich habe voll übersehen, dass wir von... Ach, wir können, glaube ich, tatsächlich schon in die Bibliothek gehen. Das habe ich jetzt voll übersprungen. Ist aber egal. Man kann tatsächlich die beiden Töchter in beliebiger Reihenfolge machen. Oh, ich glaube, da ist Dimitrescu. Oh. Ah, sie geht genau da lang, wo ich hin muss. Das ist ja blöd. Sieht ihr mich? Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Anscheinend sehen Vampire nicht so gut. Ist auch ziemlich hell hier drin. Schön weitergehen. Gut, gut, gut. Wollen wir kurz zum Duke gehen und ein bisschen verkaufen? Ach nee, komm, jetzt holen wir uns die letzte Tochter noch. Wer jagt hier wen? Das ist schön. Ich muss gerade ein bisschen ausleben, dass ich bei zwei Playthroughs jetzt immer das Opfer war, das Gejagte. Und jetzt bin ich endlich mal mächtig. Na, so mächtig auch wieder nicht. Fremde ekeln mich an. Warum bringst du dann da und Fremde in dein Schloss und isst sie und trinkst sie und so? Das macht keinen Sinn, Dimitrescu. Entweder oder. Ekeln die dich an oder findest du die köstlich? Entscheide dich. Ah ja, genau, mit dem Schmiedschlüssel kommen wir hier rein. Nächster Bosskampf. Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Bei dem Bosskampf habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Ich habe immer da oben drauf geschossen. Bringt aber nichts. Hier sind natürlich ein Hebel. Wie in jedem guten mittelalterlichen Schloss ist hier natürlich ein Hebel, der die Kuppel für kurze Zeit öffnet zum Lüften, aber dann automatisch wieder zugeht. Man kennt das, ne? Verdammt! Tja, das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ich glaube nicht, dass Fliegen Käfer sind, Ethan. Also wirklich.
Ich finde ja Ethan, ich habe ja ein Video dazu gemacht, ne? Ich finde Ethan aufgrund seiner Hintergrundgeschichte, zu der wir dann später auch noch kommen, echt eine interessante Figur. Aber diese One-Liner, die der dauernd raushaut, noch schlimmer als Leon im vierten Teil. Furchtbar. Schon, das ist für mich schon nicht mehr auf einer Ebene von so schlecht, dass es gut ist, sondern diese One-Liner sind schon einfach nur schlecht. Oh Mann, oh Mann. So, wo haben wir hier noch Loot? Ich weiß noch, dass ich hier bei jedem Playthrough immer ganz lang suchen musste, bis ich den letzten Loot gefunden habe. Und ich kann mich aber wieder nicht... Oh, oder? Ah, jetzt haben wir es. Na gut, war einfach nur im Regal noch was. So, na dann. Jetzt kommt gleich das nächste sehr weirde Rätsel. Aber das ist, im Gegensatz zu dem Klavierrätsel, das wirklich so gar keinen Sinn macht, ist das, finde ich, akzeptabel. Von der Doofheit her. Das ist Resident Evil doof. Das passt. So. Hier haben wir Lady Dimitrescu. Höchstwahrscheinlich. War sie da schon groß gewachsen? Der Stuhl daneben würde sagen, ja, ne? Aber wer weiß. Sieht aber noch sehr menschlich auch aus, aber durchaus bleich und so. Und wer hat das gemalt und wurde der danach gegessen oder die? Man weiß es nicht. Lass die 5 Glocken erklingen. Und das ist hier drin unsere Aufgabe. 5 Glocken finden und erklingen lassen. Also diese beiden Leute waren sehr prominent im Dorf offensichtlich, weil die kommen immer und überall immer wieder vor. Das ist so ein Tempelritterkreuz. Ich weiß es nicht. Also, die Glocken. Na? Das hat gezählt, hätte ich gar nicht gedacht. So, soweit so gut, finde ich. Aber die Position der Glocken und wie die Mechanismen hier funktionieren sollen. Aber gut, das ist halt Resident Evil. Weil eine Glocke haben wir da oben im Kronleuchter. Okay, meinetwegen. Da oben ist eine kleine Glocke. Die steht auf Büchern. Ne, die steht da oben auf Büchern. Trotzdem gehört die aus irgendeinem Grund zu diesem magischen Mechanismus, den wir gleich auslösen. Und eine Glocke, dafür müssen wir die Scheiben einschießen. Ich weiß nicht, wer das designt hat, aber meinetwegen. Und schon öffnet sich der Geheimgang. Muss mir wirklich mal einer erklären, wie das funktioniert. Überlegt mal, ein Schloss, das im Mittelalter gebaut wird. Verrückte, abgedrehte Rätsel. Okay, meinetwegen. Mir egal. Kann man alles machen. Aber wie das funktioniert, dass diese kleine Glocke, die da oben auf Büchern steht, die scheinbar transportabel ist, dass die da mit reinspielt in dieses, in diesen Mechanismus. Wie? Oder ist es die Frequenz der Glocken, die irgendwo gehört werden muss oder so? Das wäre möglich. Aber ich weiß nicht, ob das im Mittelalter möglich gewesen wäre. Aber das ist ja egal. Wer weiß, wer weiß. Jetzt geht's ab in den Dachboden. Ja, ich glaube, das Schloss ist gar nicht mehr lang, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Eine Schatzkarte. Den Schatz haben wir uns ja schon geholt. Zum Glück. Sonst müssten wir jetzt nochmal in den Keller. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblume nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Gift aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Es soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist.
Wo könnte der sein? Ob wir den, ob der noch mal wichtig wird? Wer weiß? Jetzt bin ich schon noch mal, müssen wir noch mal kurz auf Schatzsuche eine Runde durch über den Dachboden drehen. Weil irgendwas habe ich wieder übersehen. Dieses Feature, dass die Räume quasi blau werden, wenn sie fertig durchsucht sind, finde ich wirklich, wirklich super. Sowas in der Art hätte ich gern in jedem Spiel immer. Das wäre so toll. Ja, ne, das Spiel lädt ja wirklich ein, sich gut umzusehen und zu erkunden. Und umso wichtiger finde ich es aber dann, dass es ein Feature gibt, das einem sagt, nee, passt schon, jetzt hast du alles. Jetzt kannst du weitergehen. Glückwunsch. Versuch mal so viel wie es geht von denen noch zu erwischen. Sparen wir uns nämlich nachher einen Haufen Ärger mit denen. Die werden nämlich sehr lästig, sehr schnell. Okay, gut. Natürlich kriegen wir jetzt den Loot von denen auch nicht. Aber damit muss man leben. Das Schloss ist von außen so gigantisch. Das ist so eine gigantische Festung. Das ist eine ganze kleine Stadt im Grunde. Aber im Spiel dürfen wir leider nur so wenig davon erkunden. Die hätten, finde ich, aus jedem Bereich ein eigenes Spiel machen können. Potenzial wäre da gewesen. Sogar bei Moreau, der ja wirklich kläglich unterrepräsentiert ist in dem Spiel, hätte man wirklich ein ganzes Spiel draus machen können. Stellt euch mal vor, so ein Konzept wie Village, dass man diese, habe ich doch schon rausgeschossen, dass man diese Oberhäupter hat, diese verschiedenen Themengebiete quasi so ein bisschen, so Vampir und Cthulhu und Werwolf oder Frankenstein dann und ne, diese Themengebiete halt einfach wirklich. Cassandra? Cassandra! Blut und Schweiß mich diese Mädchen gekostet haben! Diese Schuld kannst du nicht begleichen! Ich habe es gerade gelesen, wie viel Blut und Schweiß dich das gekostet hat. Du hast 6 Tage lang Fliegeneier auf Tote geschmiert. Das ist nicht gerade, naja. Machen wir mal das Rätsel hier noch. Diese Kugellagerrätsel sind auch irgendwie nett, ne? So ein bisschen Breath of the Wild, ein bisschen Super Monkey Ball vielleicht. Ganz komisch irgendwie, ganz unpassend auch ein bisschen, aber dadurch irgendwie charmant. Hört ihr sie draußen? Zum Glück kommt sie nicht in Dukes Kammer rein. Anscheinend haben die einen Nicht-Angriffspakt. So, da haben wir das erste Skelett quasi einer der Frauen von dem Erbauer dieser Puzzle. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Na dann, kauf mal meine ganzen vielen tollen Schätze. Das ist jetzt echt ein ordentlicher Batzen. Ich glaube, wir werden gut reich jetzt gerade. Ah ja, okay, das war's schon. Ja, doch, nicht schlecht. Da können wir wieder ein was bisschen was bringst du machen. mir denn da Schönes? Ich hoffe so sehnsüchtig auf den ersten Patch, der aufhört, die ganzen Collectors Edition und neuen freigeschalteten Waffen hier als neu zu markieren. Es nervt mich wirklich. Kann der nicht bitte aufhören? So, Dies Werkstatt. als Investition, Ethan. So, jetzt passt mal auf. Danke übrigens an alle, die mir das in die Kommentaren immer wieder geschrieben haben. Diese Waffe hier, die Hand Cannon PZ Spezialwaffe, schießt anscheinend mit Snipergewehrmunition. Und das macht sie doch überaus mächtig, weil somit hat man quasi eine zweite Magnum, die nicht ganz so stark ist wie die Steak Magnum, die aber anscheinend eben mit der Munition vom Scharfschützengewehr schießen kann. Also von der hat man in der Regel viel mehr.
Das heißt, man hat quasi eine nicht ganz so starke Magnum mit viel Munition und eine sehr starke mit wenig Munition. Und wenn wir uns mal die Feuerkraft anschauen, 1400 Schaden im Vergleich zum Scharfschützengewehr auf Stufe 4000 Schaden, dann sieht man schon, dass das Ding reinhaut. Jeder Schuss aus dem Ding mit Scharfschützengewehrmunition ist so stark wie meine Schrotflinte aktuell und die ist schon ziemlich stark. Ja, ja, auf jeden Fall eine Waffe. Ich will nicht eintauschen gegen Scharfschützengewehr, weil dafür fehlt das Zielfernrohr. Zielt das Fehlfernrohr, auch nicht schlecht. Aber die werde ich behalten und hochleveln. Aber erst hätte ich wirklich gern eine ausgemaxte Pumpgun. Das würde mir am besten gefallen, aber schon langsam wird es teuer. Wir können mal, nee, können wir nicht mal die Magazingröße können wir erhöhen. Pistole, auch nicht schlecht. Sollte ich mich erstmal auf eine Waffe konzentrieren? Nein. Moment bitte. Raus mit dem, was wir haben. Sodala. Bis nächstes. Speichern wir kurz, weil jetzt müssen wir eine kleine Dimitrescu-Verfolgungsjagd auf uns nehmen. Wenn wir nämlich wieder aufs Schlossdach spurten. Ich habe wirklich leider ein paar Schätze oder Munition. Oft ist es nur Munition oder irgendwas zum Craften. Aber habe ich jetzt leider. Ah! Dimitrescu. Ah! Dankeschön. Nein, ich muss da durch. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ja, kannst du ja neue machen. Weißt ja, wie es geht. Komisch, dass das nie wieder gemacht wird, ne? Es gibt nur drei. Mir erscheinen diese Fliegenmutationen schon eigentlich relativ mächtig, abgesehen, dass die gegen Kälte so. Aber gut, das ist ja nie Mother Mirandas Ziel gewesen, irgendwie eine Monsterarmee zu erschaffen. Das stimmt. Das war ja eher ein Nebenprodukt. Warum sie dann immer weitermacht? Ja, Mother Mirandas Motive sind. Na, rätselhaft. Mother Mirandas Wege sind unergründlich. Wahrscheinlich wird sie deswegen verehrt von denen als Gottheit oder Heilige oder so. Weil keiner so recht weiß, was überhaupt genau los ist mit der. Und deswegen haben die sich gedacht, na, wenn die so mysteriös ist, dann muss die quasi Gott sein. Gegen die Logik kann man nicht viel sagen. Wow! Weißt du, wenigstens ihren Loot könnte sie hier lassen. Blöde Fledermaus-Zombie-Person-Frau. Nicht sehr höflich. Hier hatte ich echt Munitionsprobleme an der Stelle. Ich habe ja schon erzählt, ich bin aus dem Cassandra-Boss-Kampf irgendwie wirklich mit wenig Heilung und so rausgegangen. Und hier oben ist mir wirklich die Munition ausgegangen. Ich musste die dann mit dem Messer abwehren und schnell durchlaufen. Wahrscheinlich auch, weil die echt nervig zu treffen sind. Und damals hatte ich noch nicht mal das Messer hier. Das ist ja schon ein New Game Plus Messer, das man erst kaufen darf, wenn man es mindestens einmal durchgespielt hat. Ich hatte noch das Standardmesser, das sehr viel schlechter ist. Aber zum Glück kann man hier auch sehr gut durchlaufen. Nur, jetzt müssen wir uns echt genau umsehen, Leute. Wirklich, das ist mir jetzt ein Anliegen. Weil ich habe in meinem zweiten Playthrough habe ich sehr drauf geachtet, alle Schätze, die es gibt, wirklich mitzunehmen. Alle Räume grün zu machen. Nur hier auf dem Dach bin ich verzweifelt und hatte keinen Bock mehr. Ich will den letzten Schatz hier auf dem Dach finden oder den letzten Loot oder was auch immer. Ich bin mir nicht mal sicher, was hier alles zusammengehört und was nicht. Ne, das Areal ist so groß und so weitläufig und gehört das gegenüber mit der Seilbahn noch zu dem Gebiet hier oder nicht oder wie oder was? Ich glaube nicht. Das hier. Nee, ich bin mir nicht mal sicher, ob das zusammengehört. Aber wo ist denn hier bitte noch Loot? Wo ist denn hier noch was? Warum ist hier alles rot? Ich verstehe das nicht. Ha, das hat. Wenn man rausgeht, entwickelt das komische Beleuchtungsfehler. Sobald man reingebracht, plopp und die sind weg. Ha, interessant. Also, ich gehe nochmal das Dach ab jetzt. Ganz ruhig. Ich möchte
Ich möchte Dimitrescu alle ihre Schätze klauen. Zu viel darf man hier natürlich nicht hinterfragen. Warum liegt hier eigentlich überall Munition für Schrotflinten und für und Schießpulver und was weiß ich was? Naja, ist halt so. Wo, Spiel? Wo versteckst du deine letzten Schätze hier? Ich habe keine Ahnung. Das macht mich wirklich irre. Da muss ich mir irgendwann mal einen Guide angucken. Kann doch nicht sein, oder? Dass ich hier irgendwas einfach nicht finden kann. Aber wirklich, ich bin schon... Jetzt gehen wir nochmal hier durch, aber ich bin ja bei meinem zweiten Playthrough... Oh, was erspähen meine müden Augen. Da blinkt's ganz leicht. Ah, das war's aber noch nicht. Ich dachte schon, jetzt hätten wir es. Aber genau mit sowas habe ich gerechnet, ne? Irgendwo ein subtil blinkendes kleines Schätzchen an der Decke. Aber irgendwie finde ich nichts mehr. Naja, egal. Gehen wir weiter. Außer wir schauen noch mal kurz da hinten. Nee, okay, los geht's. Einfach weiter. Jetzt ist ja egal. Vielleicht dann bei meinem vierten Playthrough. Ich versuche gerade verzweifelt, wenn man nämlich im Söldnermodus, den man freischaltet, nachdem man es zum ersten Mal durchgespielt hat, alle Stages mit dem Rang SP mindestens schafft, also mit einem sehr hohen Rang, dann schaltet man eine super coole Waffe frei. Ich weiß gar nicht, ob ich das spoilen soll. Ach doch, oder das kann man, sobald man es zum einmal durchgespielt hat, kann man sich das in den Optionen angucken. Wer es nicht wissen will, kann jetzt kurz 10 Sekunden nach vorne skippen oder sowas. Dann schaltet man nämlich ein Laserschwert frei, das natürlich nicht so heißt aus rechtlichen Gründen, aber ja. Und das hätte ich wirklich gern. Ich würde gern, es gibt nämlich auch wirklich ein Achievement, das würde ich mir schon gern auch holen. Das kriegt man, wenn man das Spiel... nur mit Nahkampfwaffen freischaltet und dafür hätte ich natürlich diese Waffe gerne. Aber im Söldnermodus immer diesen SP-Rang zu kriegen, ist wirklich, wirklich richtig schwer. Gerade in den letzten 4 Leveln dann. Das finde ich wirklich ganz nett. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass sich Ethan ausgerechnet mit seiner kaputten Hand festhält. Aber ich finde das ganz nett, dass das Spiel neben den Schlüsseln auch so Gebrauchsgegenstände eingeführt hat, die im Grunde tatsächlich so eher an einen Zelda von der Struktur her erinnern. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Jetzt haben wir nämlich diese Seilwinde und von jetzt an können wir diese Seilbahn nutzen, die uns teilweise neue Gebiete bringen, auch optionale Gebiete quasi. Und später kriegen wir eben noch viele verschiedene Gegenstände, die uns dann ermöglichen, neue Gebiete zu betreten. Und ich finde es ganz nett, dass die hier nicht nur Schlüssel genommen haben, sondern eben auch wirklich, ja, wirklich. Es ist wieder Greifhaken oder die Schaufel oder was weiß ich was aus Zelda. Also so die klassischen Zeldas, nicht mehr so Breath of the Wild. Die funktionieren schon anders. Oder der. Wann kommt da eigentlich mal der Nachfolger? Ich... freue mich dieses Jahr wieder mal auf die E3. Ich finde das ganz schön. Die E3 hat ja jetzt schon im Vorfeld irgendwie ein bisschen gestrauchelt, weil jeder plötzlich sein eigenes Fass aufmachen wollte. Und dann war auch noch jetzt eben letztes Jahr mit der Corona-Krise die im Grunde ausgefallen. Und dann hat jeder seine eigene Präsentation gemacht. Und ehrlich gesagt hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Das hat mir wirklich, letztes Jahr hat mir den Wert von so Presse-Events wirklich gezeigt.
Also auch für mich jetzt als Fan und Verbraucher, weil da zeitliche Begrenzungen sind. Weil da heißt es, okay, Sony, hier, du machst deine Pressekonferenz und hast dafür 2 Stunden Zeit. Und Punkt. Und in den 2 Stunden Lästige Missgeburt! musst du Lauf so dann schnell das, du was dir willst! wichtig Ich ist, krieg zeigen. dich schon! Dadurch entsteht da wirklich so ein. Ah, so eine prägnante Sammlung vom Besten der Besten, was die zu zeigen haben. Und ich finde, wenn die alle ihre eigenen kleinen Videokonferenzen machen, wie es letztes Jahr war, dann labern die stundenlang über belanglosen Quatsch, der niemand interessiert. Also mich zumindest nicht. Ich will nicht irgendwie alle 2 Wochen einen neuen State of Play haben oder auch eine Nintendo Direct, wo im Grunde wirklich über nichts geredet wird. Und so war es ja leider. Und ich finde es sehr schön, dass eben dieses Jahr auf der E3 wieder ganz viele Willkommen, mitmachen. Ethan. Selbst Nintendo macht jetzt wieder bei der E3 Ich habe mit. gerade aufgestockt. Bestimmt mit einem digitalen Event, aber trotzdem, ich finde das sehr, sehr gut. Ah. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. So, jetzt müssen wir nur noch die 3 Gesichter einsetzen. F4. Nervig ist, dass einem hier jetzt Aus wirklich, dir mache ich genau, erstklassigen Wein. Dimitrescu die ganze Zeit nervt. Und ich weiß immer nicht, welches Gesicht wo reingehört. Du bist nervig. Geh doch weg. Wie kläglich deine kleinen armen Beine doch sind. Warte mal kurz. Frau Dimitrescu, einen Moment bitte. Ach, dammit. Jetzt warten Sie doch mal, gnädige Frau. Ich muss hier kurz ein paar Gesichter in die Statuen stecken. Dein Tod ist bereits besiegelt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Schnell, jetzt macht doch die Tür jemand auf. Okay, hier kommen sie nicht rein. Ich meine, ich schätze mal, in einem Schloss, wo die Mehrzahl der Bewohner sofort sterben, wenn es zu kalt wird, macht Sinn, dass man die Haupttür so sichert. Wobei, das ist ja gar nicht die Eingangstür. Das ist die Tür, die zum alten Turm führt. Zur Kapelle anscheinend. Was finden wir hier in diesem mysteriösen Sarg? Ein mysteriöser Dolch. Na, wenn das mal nicht der Dolch der Blumen ist, oder wie der heißt. Du hast alles ruiniert! Und weg ist er. Die mächtige Superwaffe, die alles töten kann. Scheiße! Immer diese Resident Evil Bösewichte haben uns in aussichtslosen Situationen und dann lassen sie uns irgendwie wieder auf Plattformen landen. So, auf in die Boss-Arena. Ich zeig mal für dich!
bereue! Ich bereue nichts! Ah, oh, also dass ich jetzt hier mit dem Rücken an die Wand gelaufen bin. Dammit, das bereue ich ein bisschen. Habe ich Munition für die Magnum? Ich glaube leider nicht, ne? Dann packen wir doch mal unsere neue zweite Magnum. Ich meine, theoretisch hat sie dann einen Punkt, aber meine Tochter versucht nicht, dich aufzufressen. Das ist der Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch kämpfen muss oder ob man einfach nur auf die Spitze laufen muss. Du kannst nirgendwo hin, Ethan! Na komm, sei nicht schüchtern! Zeig mir deine Angst! Viel Spaß in der Hölle. Das macht nicht mal Sinn. Das macht nicht mal Sinn, der Spruch. Im Englischen sagt sie nämlich damn you und dann sagt er no, damn you. Das ist bescheuert und lustig. Und wenn sie sagt, verflucht seist du, und er sagt, viel Spaß in der Hölle. Das ist nicht mal, was ist denn das? Naja, gut. Komm hier wohl endlich raus. Ja, geschafft. Mit einem mysteriösen Kanister. Und sehr wenig Munition. Los. Ja, das war Lady Dimitrescu und das war der ganze Schlossabschnitt im Grunde. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Speichern.
Na schön, dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute mal Schluss an der Stelle. Lady Dimitrescu, Schloss Dimitrescu ist jetzt abgeschlossen. Jetzt geht's zurück ins Dorf. Das Dorf ist in dem Spiel im Grunde so ein bisschen die Hub-World. Und nach jedem großen Boss, nach jedem Bereich, lohnt es sich, sich wirklich nochmal im Schloss umzusehen, weil man ganz neue Schätze findet, ganz neue Möglichkeiten hat. Außer vielleicht auf dem ganz, ganz hohen Schwierigkeitsgrad. Da sollte man sich, glaube ich, so wenig wie möglich umschauen und straight einfach nur die nötigsten Gegner töten. Aber ansonsten, naja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zusehen. Wie immer, wäre ein Like und ein Abonnett. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.